Ich habe hier Spaß. Also zumindest XP-mäßig lohnt es sich hier. Indigo Flower, Color Lilies. Hier kommt, meine Freunde! 3 für 1. 1, 2, 3. So. Brötchen! So, Brötchen? Jetzt, ja, Kartoffel. Verdammt, ich habe gar keine Brötchen dabei. Ich habe Kartoffeln dabei. So, und jetzt wird der Diamond Drill wieder gequält, bis ich genug Stein habe. So, und jetzt mache ich mir mal ein bisschen orangene Farbe. Ich liebe den Minion Stone. Ja, er ist schon praktisch. Dauert nur Ewigkeiten, bis man sie hat. Weil man sie sich leider in dem Fall nicht... So, ah, Orange Dye. Und mein Minion Stone ist auch bald schon wieder am Ende. Apropos, mir fällt gerade ein Gesprächsthema ein, wo deine Meinung zu mal ganz interessant wäre, auch wenn sie wahrscheinlich dir wieder Schmerzen bereitet am Ende. Oha. Moin! Ein neuer Modetrend aus Großbritannien. Brusthaar-Tattoos. Also, dass du dir in die Brusthaare so komische Muster reinrasierst. Also, das ist jetzt nicht wirklich dein Ernst, oder? Wie ich das gesehen habe. Das ist nicht wirklich dein Ernst, dass du mich nach sowas fragst. Also... Wirklich? Ich fand's geil, ich hab das gesehen, ich hab gedacht, meine Güte, wie krank muss man sein, auf so eine scheiß Idee zu kommen. Die Briten haben's drauf. Ich find's lustig. Ja, okay, es mag lustig sein, aber ganz ehrlich? Ich würd's nicht machen. Das musst du dir wirklich mal so Bilder von anschauen, dass die sich teilweise da reinrasieren. Es sieht so behämmert aus. Und manche auch wirklich so komplett behaarter Rücken und dann da irgendwelche Fratzen reinrasiert. Ach, ich sollte vielleicht das Batteriepack mal anlegen. Plop. So. Ah. Zuck. Na? Ach so, die ist ja noch nicht farbkodiert. So, die ist jetzt weiß. Huch, da liegt ja noch was. Ach, im Übrigen, boah, so ein bisschen der liebe Gronkh. Ich habe mir jetzt mal das SimCity Let's Play so weit angeguckt von ihm. Mann, hat der Probleme gehabt. Da kann man verstehen, warum so viele wirklich über EA geschimpft haben in der letzten Zeit. Huch. Und ich bin ganz froh, dass ich erst später SimCity mir zugelegt habe, als die ganzen Probleme wohl schon so größtenteils weg waren. Nein, ich glaube, ich habe gerade den größten Fehler meines Lebens begangen. Wir schauen einfach mal in die Richtung unserer Heimat und gucken, ob eine Rauchwolke hochsteigt. Nein. Nein, es ist nichts am Explodieren. Ich war nur gerade so äußerst intelligent. Und wenn ich jetzt recht habe mit meiner Vermutung, dann habe ich jetzt gerade auch einen ganzen Arsch voll Blaze Rods über den Jordan geschoben. Warte mal, hast du da nicht auch beim letzten Mal so mehr oder weniger Talent für gehabt, irgendwas machen zu wollen und es ging dann in den Jordan? Das war aber, glaube ich. Waren zwar keine Blaze Rods, aber irgendwas anderes war da. Mag sein. Was hast du denn wieder gemacht? Ich brauche weiße Farbe. Nein. Zur Not findest du oben bei mir Knochen. Da kannst du dir dann Bone Meal rausmachen, falls du keine mehr hast. Ich weiß gerade nicht, ob ich noch Knochen habe. Ist mir auch gerade relativ. Ich brauche weiß. Ja, doch. Das heißt, doch. Passt so. Ich glaube, ich habe hier sogar noch irgendwo Knochen rumfliegen, oder? Warum gucke ich eigentlich nicht mal in meine Mob-Drops? Ich habe doch ein Lager! Was mache ich hier für einen Scheiß? Ja, da sind Knochen. Ja, Knochen, ja! Ein Knochen reicht mir schon. So, ich hoffe, ich habe jetzt die ganzen Blaze-Rods nicht in den Pixel totgeschoben, weil sonst kriege ich gleich einen mittelschweren Abfuck-Anfall. Schön. Na, was mache ich denn hier? Ich freue mich immer, wenn bei anderen mal was schief geht. Wie hast du schön? Ein bisschen schadenfroh darf man ruhig sein. Sei ruhig. Sei bloß ruhig. Das war ein ganzer Haufen. Über meinen eigenen Unsinn lache ich auch, also. Das war ein ganzer Haufen Energie, den ich da gerade wahrscheinlich in den Pixeltod geschickt habe. Rest in Peace. Energie. Nee, Rest in Pixel. Genau. Rest in Minecraft. Bitte. Oh. Gott sei Dank. Was zur Hölle war das gerade? Ich muss hier mal ein bisschen Platz machen. Kriege ich das hin?
gelassen ist. Im Übrigen, oben unser Versuch, Mossstone zu machen, scheint nicht zu funktionieren. Ja, habe ich zwischenzeitlich auch schon mal geguckt. Ich habe aber, ich weiß nicht, woran es liegt. Eigentlich sollte es funktionieren. Eigentlich. Ja, ist ja egal. Müssen wir halt mal irgendwo Dungeons, Schrägstrich Spawner, Schrägstrich irgendwelche Dschungelbiome mit Tempeln oder Wüstentempeln. Ah. Ne, Wüstentempel sind ja Sandstone. Jedenfalls irgendwas mal auftun, weil so ein bisschen Mossstone wäre doch ganz was Feines. Houston, wir haben Kontakt. Yay! Zur außerirdischen Lebensform? Nein. Von einer Ender-Chest zur anderen. Und da war auch gerade das, warum die Farbkodierung. Ihr habt es gesehen, es war vorher weiß. Ich habe es vorher reingetan, habe es dann auf orange kodiert. Dann war das Inventar weg, weil es natürlich in der weißen Kodierung drin lag und nicht in der orangenen. So, und du musst da jetzt mal... Welche Taste war das? Warte, G? Ah ja, G. Ich muss da mal die Diamantenkiste da unten rausnehmen. Und ja, man kann mit seiner Portal Gun tatsächlich Kisten aufheben und sie behalten ihr Inventar. Da haben sie mitgedacht. Sie töten zwar mit Vorliebe Herr Okamis, aber sie behalten das Inventar bei Kisten. Richtig. Viel zu viel Zeug. So, weil jetzt kann ich das Ding nämlich gleich wieder anschmeißen. Das heißt, kriege ich das hin? Vielleicht. Ich hätte aber noch... Da mir beim Schneiden... Ja, da haben wir es gerade gesehen. Das Turtle attackiert... Au! Es attackiert seinen Meister, oder wie? Ja. Okay, ich terminiere hier mal kurz den Befehl. Tschüss. Oh, Fledermaus. Oh. Ich terminiere hier nochmal einen Befehl. Oder auf gut Deutsch, er kriegt immer noch welche von hinten übergezogen. Ja, wie gesagt, beim Schneiden der Folgen ist mir aufgefallen, dass ich hier oben was vergessen habe. Und zwar in dieser Reihe nicht. Und ja, jetzt nehme ich mal die Wolle, um mich hochzupillern. Ich habe gerade nichts anderes. Die stehen auf 2, die stehen auf 2. Die hier, haha, die habe ich nämlich vergessen auf 2 zu stellen. Ich überlege gerade, ob ich den Silverwood hier abholzen soll mit der Säge. Ja. Hoppala. Restart. Und da sieht man auch schon, dass das Turtle ganz schön Aua macht. Immer auf die Armen. Ja. Immer auf die Arme. Aber hey, lieber Arm dran als Arm ab. Ja, denn da gibt's keine Kekse. Ich wusste, dass das kommt. Ich wusste. Puh, das ist das falsche Glas. So war, viel zu niemals Vorlagen geben. Die gibt mir das wieder. Nein. Was nur schon wieder? Ich habe gerade das falsche Glas gesetzt. Es ist das teure Glas, das Obsidian kostet. Und leider Gottes kriegt man das ohne Silk Touch nicht wieder. So. Grund, warum ich jetzt die Kiste weggenommen habe, ja, wir haben keine Bücher mehr und das Ding soll da nicht andauernd Error produzieren. Error. So. Hä? Uisa, aua. Was schmeißt der denn hier für komisches Kram rein? Arrows, Zombie Brains, Rotten Flesh. Ach so, das lag hier, das hat er aufgehoben, alles klar. Gerade sagen, irgendwas stimmt hier nicht. Im Übrigen, ich hätte vielleicht ein anderes Thema, das Gesprächsthema, wo du vielleicht auch ein, zwei Worte zu hast, das dir vielleicht eher liegen würde. Warte mal kurz, ich muss mal hier eben kurz meine Game Sounds runterdrehen, weil die Blaze sind gerade extremst laut. So, jetzt geht's weiter. Ich habe jetzt nämlich von einem Bekannten so ein altes Video 8-Gerät bekommen. Da habe ich gestern in der Aufnahme auch so ein bisschen drüber philosophiert, über so alte Technik und so weiter. Richtig, das muss nur gereinigt werden und da bin ich begeistert. Das möchte ich auch unbedingt demnächst dann ausprobieren. Hat er mir so ein paar Videos damit zugegeben, von Loriot, glaube ich. Ist ja auch deutscher Klassiker, kann man sagen. Mhm. Und da bin ich auch auf Röhrenverstärker gekommen. Und hab da meinen Zuschauern auch so ein bisschen darüber erzählt und auch so, so nach dem Motto, ja, ich bin ja Besitzer eines schönen alten Röhrenverstärkers, 80 Watt und so, oh Gott, was sind 80 Watt nach dem Motto?
80 echte Watt. Richtig, das war meine Aussage auch. 80 echte Watt. Wie habe ich gestern so schön gesagt, was sind 80 Watt? Ich habe 2000. Ja, 80 echte Watt. Und da habe ich auch mal von der lieben V8 so ein bisschen erzählt, nach dem Motto, eine Großraumbeschallungsanlage, sprich eine PA-Anlage. Und man durfte das gute kleine Röhrenverstärkerchen mit 400 Watt nicht mal halb aufdrehen und hätte sie fast in den Tod geschickt. Ja, was sagt uns das? Röhrentechnik ist geil. Ja, auch wenn sie vielleicht nicht, wenn sie zeitweise ein paar Probleme gestalten könnte. Ganz ehrlich, Wayne, ja, bei der Leistung. Richtig, ich hab da auch so ein bisschen erzählt, halt, sie sind, ist es ein bisschen kostspieliger sowas? Gut. Man hat ja da schon mal so ein bisschen sich schlau gemacht. Und richtig, ich habe auch erzählt, dass wir beide so im Hinterkopf eine ganz dumme Idee hätten, die wir vielleicht irgendwann noch mal umsetzen können, wenn wir es uns finanziell leisten können. Da wir beide doch so Audiotechnik und so generell so ein bisschen begeistert sind, was die Technik angeht und auch einigermaßen versiert, habe ich mal so ein bisschen erzählt, Röhrenverstärker. Item Count Out of Rage, ups. Alter, trifft Moderne, sprich einen 5.1 Röhrenverstärker. Und das ist ja wirklich so eine Perversität, die möchte ich irgendwann doch nochmal stehen haben. Ja, collectet der eigentlich jetzt noch? Ja, der collectet noch lustig vor sich. Das wäre vielleicht mal ganz schön. Ich habe auch erzählt, so von reinen Messwerten und so her, kommt natürlich ein Röhrenverstärker niemals an den Transistorverstärker dran. Wenn man nicht so wirklich nicht. Aber trotzdem, es hört sich ja viel schön an fürs menschliche Ohr, dass das ja doch etwas komplizierter aufgebaut ist als ein reines Messgerät. Weiß nicht, mal deine Meinung dazu oder Bestätigung oder gegen? Ja, also über Röhrentechnik brauchen wir uns eigentlich nicht unterhalten, da würden wir niemals über eine Diskussion kommen, weil wir da ausnahmsweise mal absoluten Konsens haben. Was ausnahmsweise? Ich dachte, wir sind regelmäßig einer Meinung. Ausnahmen bestätigen jede Regel. Verzeihung, falls mein Cursor gerade wieder ein bisschen rumflitzt, aber aus irgendwelchen Gründen spinnt meine Maus gerade wieder. So, und ich wollte gerade was anderes sagen, was mit Ausnahmen und Regel zu tun hat, aber das verkneife ich mir heute mal lieber. Gibt nur wieder böses Geflame. Ja. So, das Ding kann da raus. So, und so. Das Ding, Lust. 96 Grad, bald haben wir 100 und dann wird das Ding endlich anfangen zu laufen, hoffentlich. Ha. So, wie vielleicht Zeit. Boah, ich habe schon ganz gut am Energiepack gewerkelt, man muss sagen. Aber das macht Spaß damit. Also mit dem kleinen Batteriepack wäre ich wahrscheinlich schon wieder am Ende. Wenn man sich jetzt hier ansieht, wie schnell das Ding hier durch die Blaze Rods räuchert, kann man, glaube ich, verstehen, warum ich am Anfang erstmal ein bisschen Kohle reingeschmissen habe, um die Temperatur hochzukriegen. Oh ja, gleich kommt's, gleich geht's los. So. Ich hoffe, das reicht jetzt auch aus, um das Ding... Gut, okay, ich meine, bis wir das Teil auf einigermaßen Temperatur haben, dass es effizient läuft, wird eine ganze Weile dauern. Aber wir produzieren schon mal Steam. Sehr schön. Ist schön. Oh ja, oh ja. Und sobald er bis zur Hälfte aufgefüllt ist, müsst ihr ihn auch aus den Leitungen rausdrücken und dann unten in die... Und dann haben wir eine Indoor-Sauna. Nein. Die haben wir erst, wenn du versuchst, dem Ding Wasser zu geben, wenn der Boiler auf 1000 Grad aufgeheizt ist und das Wasserteil leer. Dumme Idee. Sag mir allerdings vorher Bescheid. Ich bin dann den Tag nicht auf dem Server. Ich habe gedacht, du machst dann vorher ein Backup vom Server. Das mache ich sowieso vor jeder Aufnahme. So, und wir haben die magische Halbgrenze überschritten und wir produzieren Steam, der jetzt erstmal hier in die... Und wir sehen, es funktioniert. Ich habe ja vorhin den Schalter umgelegt. Die Steam Engines pumpen lustig vor sich hin und füllen sich auf. Und werden dann sich bei 8 Minecraft Joule einpendeln. Und wir haben 18 mal 8. Das ausrechnen kann man sich dann selbst. Gibt auf jeden Fall eine Menge Energie. Und deswegen hier auch gleich direkt erstmal 3 von den Herren, die sich jetzt gerade erstmal... Lustig. Achso, ja, die beiden entladen sich ja noch nicht. Der momentan, die beiden sind nur als Energiespeicher dazwischen und der eine hier powert jetzt nach oben hin. Ich hoffe mal. Ja, das könnte vielleicht gerade so reichen. Im Zweifelsfall muss ja Okami mal seinen Blaze Shard auf Tier 5 aufbauen, dass wir da unten einen zweiten Spawner hinsetzen können.